First of all, I must really apologize for being so late. There was some confusion about time, and I hope you all forgive me. Schon heute die Entschuldigung wegen der Zeit, weil der englische Teil ist anders in der Freitag. Das ist immer angekommen, eine Stunde Unterschied. I really encourage to see that there are seekers in this country and they are trying to see something beyond. Ich möchte die Stütze erfreute, weil Laut. Dass es suchende Menschen hier in diesem Land gibt. I could not think of any country where there could not be seekers. Ich kann sich kein Land vorstellen, wo keine suchenden Menschen gibt. Because when they see a man, I'm sure any intelligent man who thinks must be one, must do what is next. It's too much. I'm saying that in any country, I could never believe that people would be satisfied with what they have and they would not be seeking beyond, so they would be satisfied with what they have. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die nur mit dem zufrieden sind, was sie haben und nichts außer diesem Überdienst hinausgehen und suchen. Because seeking is the process of your evolution. Weil Suchen der Prozess ihrer Entwicklung bedeutet. Through seeking you have achieved this state, in this state. Durch das Suchen haben diese menschliche Situation erreicht. And even now you do not know the meaning of your life. That is it. Aber jetzt wissen sie noch nicht den Sinn des Lebens. Nein, das ist der Fokus. Oder noch den Zweck des Lebens. So, one has to think, why are we here? Also muss man sich überlegen, warum wir eigentlich hier sind. Why we were made human beings? Warum sind wir zu Menschen gemacht worden? What was the purpose of the nature? Was ist das Ziel der Natur? Was that just to earn little money? Or little material comfort and that? War das einzige Ziel, etwas Wohlstand zu erreichen? And the question must be asked to you. Are we satisfied? Also ist die wesentliche innere Frage, ob wir überhaupt glücklich sind. And once we ask this question to ourselves, we can find out we are not. Und wenn wir uns diese Frage in den Stellen können, wir feststellen, dass wir nicht zufrieden sind. We have not found out the purpose of our life. Wir haben das Ziel unseres Lebens noch nicht gefunden. Actually, we don't know anything about ourselves. Wir wissen tatsächlich noch nicht viel über uns selbst. We may know about the moon, now they are going to Saturn and all the places, but we don't know anything about ourselves. Wir mögen über den Mond, über Saturn schon einiges wissen, aber über uns selbst noch relativ wenig. And so anybody who is intelligent as a human being would be saying there must be something here. Also muss im Grunde jeder intelligente Mensch denken, dass es außer über das hinausgehen, noch etwas gibt von Menschen. But one problem exists, that people who are seeking also beyond have been shocked the way people who just tell this was so that the sentence you get. Those who are also seeking see to others who told about what is God, what is beyond. They are shocked to see that the way they behave. Also viele suchende Leute sehen einfach, dass sich andere Menschen, die sich mit Gott beschäftigen und versuchen einen Weg zu finden, schlecht benehmen und sind einfach schockiert in dieser Art. Because when you see a religious person, you get shocked because he is religious and so poor. So cool. If he is religious, how can he be cruel? Ja, also, es gibt zu viele Menschen, die sich als religiös bezeichnen,
und wo die Kausen sind. And then also you see that they are actually. Ja, man kann sehen, dass sie unecht sind. So you don't know what to do. Also was soll man tun? Now it is very easy to say that we don't believe in all that and you're turning back. It is very easy to turn your back, saying that this is all nonsense and we turn our back. Ja, das ist ein Grund, sehr einfach, sich von diesen Dingen abzuwenden, was zu sagen, das ist alles so. Because we cannot see the light, accept the darkness. Weil wir einfach nicht das Licht von dem Dunkeln unterscheiden können. And live it. Wir leben im Dunkeln. But you can't live in darkness. Aber man kann nicht irgendwie in Dunkeln. You try. People have tried to live in darkness and they have after effects of that. They have after effects of living in the darkness. Sie haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht, dass auf der dunklen Seite des Lebens zu leben. You bump into each other. You bump into each other. You collide with each other. When you live in darkness, you collide. Ja, man verstreitet sich nur. Nations have fought against each other. Länder haben sich gegenseitig gekämpft. Wars came. Kriege gab. We have peace and we prepare for war. Wir haben Frieden und in dem Frieden bereiten wir uns auf den nächsten Krieg vor. These are signs that you are in dark. Das sind Zeichen, dass wir noch in der Dunkelheit sind. It has to be very, very natural for all of you to think that there must be something beyond. Es muss nur sehr einfach und natürlich sein, darüber nachzudenken, dass es etwas über diesem noch gibt. The other day, a journalist came to see me from, she is a Swiss journalist, to see me in London. And she said the people are very happy in Switzerland. She said that the people are very happy in Switzerland. There's nothing wrong with that. I said, are you sure? Because they were competing with Sweden in committing suicide. And now they are much ahead of them. Even before this happened, why are they committing suicide? We should try to find out. Selbst in diesem Reichtum, Wohlstand, so viele Leute, die Selbstmord begehen. If you want to close your eyes to reality, you can do it for the time. Wenn man die Augen verschließen will vor der Realität, dann kann man es für eine Zeit lang tun. But if you look at it, see how vast it is that young people are trying to commit suicide. Aber man sieht, dass junge Leute Selbstmord begehen, dann kann man die Augen nicht mehr verschließen. I met 3 Swedish girls in London who were studying in Cambridge. Ich habe gesehen, hatte 3 schwedische Mädchen in London gewonnen. And their vibrations were such as if they were committing suicide. Or they were dead or sort of dead. Leprosy, some horrible vibrations there. Und die Ausstrahlung der Mädchen war so, als wenn die kurz davor stehen, Selbstmord zu begehen. They said, I said, what are you doing in Cambridge? Sie sagte, was machen Sie in Cambridge? But what do you do all the day? Was machen Sie für den ganzen Tag?
They said all the time we are planning how to commit suicide in a sophisticated way. Wir planen die ganze Zeit, wie wir Selbstmord machen können, als die Gruppe haben. Look at the sunset today, how do you? Wir suchen den Sonnenuntergang heute Abend an, so wie. Look at the beautiful flowers we have. Die Blumen an. Look at the beautiful country. Ich kann sich das Land an, wie schön. Look at this room, how beautiful. Oder diesen Raum hier, schön. And you cannot feel the joy. But what then can you not feel? The script for you. You cannot enjoy. Something has gone wrong. Something has gone wrong. And what's painful? There is no spontaneity to feel this joy. So beautiful. It's not enough spontaneity to feel this joy. Is it something lacking within us? We should ask the question. Is there something lacking within us that we cannot enjoy? Liegt es an uns, an unserem Inneren, dass wir uns nicht daran erfreuen können? After my visit here, I found Zurich has cleared up its rights. Before I went away, I read in the newspaper that Zurich has cleared up its rights. Nach den letzten zwei Malen, die ich gemacht habe, hier in Zürich war, hat die in der Zeitung gelesen, dass es halt diese Korallen gab in Zürich. If through a material advancement, if you have achieved your peace, there should be no rights. Wenn durch diese materielle Welt Frieden erreicht werden soll, dann sollte es natürlich keine Korallen geben. That means people are not happy, there's frustration, let us face. Das heißt einfach, dass es viele Leute gibt, die nicht glücklich sind und unglücklich frustriert. In my last visit, I discovered something else also, they see. Bei dem letzten Besuch hat sie ein anderes gelernt. Cancer, which is the disease of the rich, is roping the country. Krebs ist anscheinend. Jemand sagt, dass die Krankheit der Reichen, und das verbreitet sich immer mehr. But the richer you are, the larger is the number of cancer patients. Je reicher die Länder sind, je größer ist die Anzahl der Krebspatienten. The fourth thing that I felt was that children are dying in their beds, just sleeping with their feet. Andere Sache, die erlebt hat, dass Kinder einfach sterben in ihrem Bett. Und das ist einfach ein wichtiger Grund, dass sie gibt. Yesterday I heard the news in England that every year there are 5,000 to 6,000 children lost. 6,000 children lost. In der Zeitung in England stand, dass 5,000 to 6,000 Kinder einfach verloren gehen. In England, every week 2 children are killed by their parents. I mean, it's worse than Hitler. He didn't kill his own children. So all these things are happening to human beings, and if you are not aware of it, the whole thing will come up like an explosion. Wenn man die Dinge, die Negativität nicht wahrnimmt, dann wird es zu einer Explosion kommen. So one has to see, on the collective side and on the individual side, what's going on. Man muss diese Schwierigkeiten auf der individuellen Seite, aber auch auf der Allgemeinheit, also kollektiven Seite, erkennen. Now, I would like you to take what I say to you as a hypothesis. Schumann, ich möchte das, was ich Ihnen jetzt sage, als eine Hypothese zeigen. And as a scientist, you must keep your mind open and not closed. Also, als Leute, die wissenschaftlich denken gewöhnt sind, müssen sie ihren Geist zu öffnen. If it actualizes, then you must accept. Wenn es funktioniert, dann müssen sie es akzeptieren. But you must keep yourself mind very open to listen to what I'm going to tell you, because it is for the benefit of the individual and of the world.
Aber die Voraussetzung ist, dass sie ihren Geist sehr offen und sehr flach halten. Weil es eine sehr gute Sache für sie ist. And you should be not like journalists, that when you tell them about say, Switzerland, they start talking about India. Sollten die Journalisten sein, die, wenn sie über die Schweiz reden, dass sie über anfangen, über Indien zu reden. They are more worried about others than about themselves. Sie sind mehr traurig über andere Länder als über sich selbst. We have to correct ourselves, we can only correct ourselves. Wir können nur uns selber korrigieren. So when I'm in Switzerland, I'm in Switzerland. So when in the Schweiz, and I'm concerned. Now, here you find, within us, lies in this triangular bone called a sacrum, a force called Kundalini. Sie sehen in diesem Dreieck, im Knochen, den man Sacrum nennt, liegt eine Energie, die man Kundalini nennt. This bone is called a sacrum, means sacred bone. Dieser Knochen heißt Sacrum, was so viel heißt wie sacred, also that's heilige, a Greek word. Heilige. That's a Greek word, that means Greeks knew what was sacred. Also Sacrum ist ein griechisches Wort, was mit Heiligen. Now, this force resides within us as a germinating force resides in a seed. Diese Kraft schlummert in uns wie eine Keime, wie eine keimende Kraft in einer Pflanze. Now, this has to be so. Because something has to happen within you to attract your attention inside. Diese Energie ist uns, um die Aufmerksamkeit auf unser Inneres zu lenken. Human attention is very different from the attention of animals. Das menschliche Bewusstsein ist sehr unterschiedlich von dem von Tieren. Because human beings have a brain which is triangular, prismatic, like a prism. Das Gehirn von Menschen ist wie ein Prisma. So the attention is going out instead of staying inside. Die Aufmerksamkeit geht nach draußen statt im Inneren zu bleiben. An evolution that took place so far did not need this kind of a happening. Die Entwicklung, die es bis jetzt in den Menschen gab, brauchte diese Art von Geschehen nicht. Because within us, this power, which is called as the power of desire, and this power, which is called as the power of action, filled up two pouches called as superego and ego. Weil diese zwei Linien, die Linie des, der Wünsche und die Linie der Handlung, zwei Bewusstseinszentren uns aufgebaut haben, die man als Ich und Über-Ich bezeichnen kann. By ego we assert and by superego we condition ourselves. Assert. Angreifen. Das Ego greifen wir an. Bei Superego? Wir leiten auch nicht. Wir sind angegriffen. Ja, leiten wie die passive Seite. Ja, das ist die passive Seite. And when they develop in childhood, these two meet at a point here, where it becomes calcified. Und in der Kindheit treffen sich diese zwei Kammer, diese zwei Ebenen oben in diesem die Fontanelle wohnen hier. Der Fontanelle und dann schließt sich das schließlich. Also es wird hart. It becomes calcified. Ja, also es verkalkt, ja, es wird halt fest.
Am Anfang ist es ganz weich bei einem kleinen Baby und dann wird es besser. In the heart here resides the spirit. Im Herz wohnt der Geist. Now, the seat of the spirit is there when you are seeing the sunlight thing. Seat of the spirit. The head here on above. The seat. Also der Same der Seele des Geistes sitzt hier oben. But it resides in the heart. Aber die Seele wohnt im Herzen. In the human beings. Especially. Now, when it rises, this Kundalini, when she's awakened, she rises through these centers and touches that spirit. When the Kundalini aufsteigt, geht sie durch die einzelnen Zentren, die dort aufgezeichnet sind, hindurch und erreicht oben die Seele. You can see the pulsation of this Kundalini in many people. You can see it pulsating, just like that. Man kann die pulsierende Bewegung der Kundalini bei manchen Leuten am Rücken sehen. And when it pierces also, you can feel the throbbing in the beginning. Und wenn es durch die Frontalwände aufsteigt, kann man das auch manchmal fühlen. And at the back also, if you use stethoscope, you can see the rising, in throbbing. And sometimes with the eyes you can see it rising. Und mit dem Stethoskop kann man es manchmal hören am Rücken, aber auch but one has to remember one thing about Kundalini. Many Germans have written about Kundalini. They have had no experience, they just read some books and they wrote it. Sie hatten keine echte Erfahrung damit. Sie lasen nur andere Sachen und haben das wieder gesehen. They went as tourists and they met all Buddhism people. Never tourists. They went as tourists actually to India. And I see how you touch all the peripheries of a nation. So they never reached the reality. Also es gab eben die Deutschen, die nach Indien gereist sind als Touristen und dort Dinge gelernt haben, aber sie haben praktisch nur von außen her kennengelernt. They met horrible negative people and they told that Kundalini can be aroused only through sex. Zum Beispiel gibt es auch in Indien und gab es früher Leute, die behauptet haben, dass Kundalini nur durch sexuelle Praktiken erweckt werden kann. And this dragon you see is the one that controls the sex, which is below the Kundalini. It's a square. This is the Platz, wo das Zentrum des Sex ist, der praktisch unter der Kundalini. So sex has a part to play in a married life, in a sane married life, but not in Kundalini. Sexualität ist sehr wohl eine gute Sache in einem verheirateten Leben zwischen Mann und Frau, aber hat mit der Erweckung der Kundalini nichts zu tun. Human beings are now above it. Das menschliche Bewusstsein ist über diesem. Because these are these stepping stones of your evolution. Weil diese über der Kundalini liegenden Zentren, die Marksteine oder die Stufen der Evolution. Now, when you say that sex has something to do with Kundalini, it's so absurd, like saying that she's your mother and is a very dirty relationship. It's a very bad relationship. Also, ist völlig holy mother, she's your holy mother. Es ist völlig absurd zu sagen, dass es irgendwas mit Sexualität zu tun hat. So, wenn man sich vorstellt, die Kundalini ist die heilige Mutter und es wäre eine schlechte Verbindung zwischen. We can reason it out very simple way. We can reason it out also. Man kann es auf eine andere Weise nicht einfach beweisen. You see, animals have much more sex life than human beings have. Tiere haben viel mehr sexuelles Leben als Menschen. They have free sex. Sie haben frei.
Are they going to evolve before we are going to evolve? Werden sie sich jetzt früher oder höher entwickeln als wir? We have nothing to learn from them. Wir können nichts von ihnen lernen. We are ahead of them. Wir stehen über ihnen. They have to learn from us. Sie müssen von uns lernen. Now some horrible people from India came here to take out your money and to trouble you by telling all kinds of stories. In der Vergangenheit kamen einige schreckliche sogenannte Gurus hier nach dem Westen und in der Schweiz, ihr Geld zu nehmen und you should reason out that you cannot pay for living things. Man muss verstehen, dass man für lebende Dinge nichts bezahlen kann. How much did you pay to become a human being? Wie viel haben Sie dafür bezahlt, ein Mensch zu werden? What effort did you put in to become a human being? Welche Anstrengung haben Sie gemacht dafür? It is spontaneous. Es ist einfach spontan geschehen. For example, if you have to read, and if you have to read books for that, half of us would be finished the next moment. Wenn man zum Atmen Bücher lesen müsste, dann würde man die Hälfte der Menschheit in nächsten Sekunden sterben. We do see so many living miracles, but we do not pay any attention to it. Es gibt so viele lebende Wunder, aber wir sehen irgendwo, haben nicht genug Aufmerksamkeit dafür. See a flower becoming a fruit. Zum Beispiel eine Blume oder eine Frucht. Can you pay for it? Kann man das bezahlen? If it is a living process, it should be spontaneous. Wenn es ein lebendiger Prozess ist, dann muss es spontan sein. But they wanted to exploit you, your naiveness. Aber diese Leute, There was another guru, where Germans and, I'm told Germans and Japanese are very, very, I mean, he's very popular with them, this guru, was. Yes. Rajneesh. Because he taught them, free sex. For Western people, they don't need a guru for that. Westliche Leute brauchen im Grunde keinen Guru dafür. You already have mastered it. Der Westen hat es praktisch schon selber so weit gebracht. And to pay money to somebody in thousands and thousands of millions of money is foolish, stupidity. Now this fellow, thank God, I should say, has got a paralysis and he's run away from that ashram. His own disciples have burnt his ashram and he had collected such a lot of books, you see, all burnt. Also seine Anhänger haben seinen Ashram angebrannt. And in Switzerland you are harboring all these thugs from all over the world. Und auch in der Schweiz sind sehr viele Leute, die diesen folgen. They have put their sinful money in your bags and you will have to pay for it. Geben ihr sündiges Geld in ihre Banken, und sie müssen dafür bezahlen. Now one has to understand that God and sin do not go hand in hand. God and sin do not go hand in hand. Man muss verstehen, dass Gott und Sünde nicht Hand in Hand gehen. God is holiest of holy. God is the heiligste des Heiligen. And one has to cleanse oneself to be one with Him. Und man muss sich selbst reinigen, um eins mit ihm zu sein. And it is the most blissful thing that should happen. Und das muss ein sehr freudiges Erlebnis sein. Because it's joy and bliss and complete peace. Weil das ist. Das bedeutet,
bedeutet einfach Freude und Glück und völliger Frieden. But when it happens to you, then it is so spontaneous that you get the whole thing in a pack. Aber wenn es diese Bewegung eben passiert, dann ist es so spontan, dass es der plötzlich auf einmal passiert, ohne dass du was passieren kannst. Like a caterpillar becomes a butterfly. Wie ein Wurm ein Schmetterling wird. Oder an Egg becomes a bird. Oder ein Ei ein Vogel wird. But these things stick on to you. These things stick on to you. Of the part of the caterpillar sticks on to you, so you must learn how to get rid of them. Man bleibt zu viel in dem Stadium des Eis oder des Wurms. You must learn how to achieve your complete transformation and complete freedom and liberation. Man muss lernen, seine vollständige Befreiung zu erleben. Veränderung. Ja. So that you become the master, loudly I think you can hear it. So you become master of yourself. So dass man der Meister seines Selbst wird. Nothing can dominate. Nichts kann die beherrschen. You start using the power, the divine power of love. Sie fangen an, die heilige Kraft der Liebe zu gebrauchen. Which is so pure and flows. Die so rein ist und fließt. Emits through your being. Und durch ihr ganzes Wesen strahlt. You become the instrument of God or His powers. Sie werden ein Instrument Gottes und aller seine Kräfte. You know how to maneuver it and enjoy it. Sie wissen, wie man es behandeln muss und wie man sich daran freuen kann. This is why you have become a human being. Deshalb sind Sie ein menschliches Leben geworden. Like we can say, I always give an example of a television. Es gibt ein Beispiel von einem Fernsehapparat. For an ordinary villager, say in India, it's like a box, that's all, it's a box. So ein einfacher Kinder in irgendeinem Dorf, ist einfach ein Kasten. As for us, we human beings are nothing but a box. we also treat ourselves as just a box. It's nothing more than that. Also wir behandeln uns selbst, als wenn wir nichts anderes als eine Schachtel, wo die Nährung in uns steckt. But once you are put to the maze, aber wenn man uns mit dem Wesen verbindet, this fantastic instrument of yours starts working. Dann beginnt dieses innere Instrument zu arbeiten. The power of love. Die Kraft der Liebe. Which cures your body, heals you completely. Die den Körper reinigt und die Wirkung heilt. Cancer can only be cured by this happening. Krebs kann nur durch dieses Geschehen geheilt werden. If you read the pamphlet, you will know how cancer is caused and how it is cured through surgery. You will know. It's very scientific. Wenn Sie dieses Papier lesen, was ist ausgeteilt worden? Ja. Dort ist geschrieben, dass man, dass das eben möglich ist, durch solche Yoga selbst zu heilen. We have two doctors in London who are working it out. One of them is working in the cancer research. His name is Steve Vatana. Another is David. They are working out how to tell scientists. Es gibt in London zwei Ärzte, die versuchen eben in der Forschung, in der Krebsforschung tätig zu sein und das herauszufinden, wie das funktioniert. Now you young people of Switzerland must open your eyes to this new science that has descended upon you. Die junge und ältere Leute von der Schweiz sollten ihre
Augen diesem Wissen gegenüber öffnen. And should not feel comfortable and complacent with what you got from your elders who did not think about. Und sich nicht zufrieden geben einfach mit dem, was sie haben. Because this is a gift for you. Weil das einfach ein Geschenk ist für dich. This is your own. Das gehört Ihnen selbst. And you are on the top of evolution. Und Sie sind auf der Spitze der Evolution. You are so beautiful, it should not be wasted. Sie sind so wunderbar, es sollte nicht verloren. This world has to be changed. Verloren gehen. This transformation has to take place. Diese Veränderung muss stattfinden. All the great scriptures have said about it and predicted it. All die alten Schriften haben darüber geschrieben und es vorausgesagt. They all have said you are to be born again. Sie haben alle gesagt, man muss neu geboren werden. But you cannot give a false certificate to yourself. You cannot give a false certificate to yourself. Man kann sich kein falsches Zeugnis zu einer eigenen Haltung geben. You have to get it. Sie müssen es selbst erfahren. It is to be actualized. Es muss stattfinden. In India there are thousands who have got it. In Indien gibt es tausend, die es erfahren haben. Even in London about 3,000 about altogether must be have it. In England. Also in England etwa 2,000-3,000. America also we have in some thousand. Some people. I don't know exactly because there's no organization. America, last time when I went in 73, came realization to about 3,000 people. Australia also, I think we have given the realization. So how many were in Ikan Seba? 1,000. Huh? 1,000. At least 1,000 people who have mastered. 1,000 people have mastered. Also in Australien waren es etwa 1,000 Leute. Two places are really lacking behind. Switzerland and Germany. Also zwei Länder haben es sehr schwer. Das ist also hinten dran. Das ist die Schweiz und Deutschland. So you must have awakened yourself. You people will be held responsible if you do not respond to it. There is no money to be paid. Es gibt kein Geld, was Sie dafür zahlen können. Because you cannot sell it. Weil man es nicht verkaufen kann. You don't have to put in any effort. Sie müssen keinerlei Anstrengung dafür aufwenden. You get it as a right. As your own right, what right? Sie bekommen es als ihr gutes Recht. Only thing, after getting it, you must establish it. Das Einzige ist, nachdem wir es bekommen, müssen die, sie müssen darin wachsen. Actually, it is a collective habit. Tatsächlich ist es ein kollektives Geschehen. It's a mass habit. Of course, it moves slowly in the West. I have seen that. They are easily hypnotized. The Western people can be much more easily hypnotized than Indians are. They go into, I don't know why, crazy things like flying. Imagine. There is a guru who wants them to fly. And thousands go to him. Are you going to become birds now?
wollen geflügelt werden. I don't understand why ask for fly. So weit kann ich verstehen, wie man das überhaupt anstreben kann. And does this guru fly himself? Kann dieser Guru selbst fliegen? You put him on this leaning tower of Pisa and see if he can fly. Schicken Sie ihn auf den Turm von Pisa und sehen, ob er fliegen kann. They are befooling you like this, and how can you be befooled? You are intelligent people. You are such a great person, like Christ coming down here. Maybe these religions which were organized religions, these stupid things. Maybe these religions is trying to organize Christ. It's stupid things. Mag sein, dass die Religion, also die vielen christlichen Sekten, auch falsche Dinge getan haben. That doesn't mean that Christ was wrong. Das heißt aber nicht, dass Christus schlecht war. Did he organize anything like that? Hat jemals irgendetwas Ähnliches organisiert? Did he charge any money? Hat jemals Geld dafür genommen? Did he live like a parasite on others' money? Hat wie ein Parasit Kosten anderer gelegt? But I was amazed the other day in England. I went to a place and they said, Mother, if we pay money for something, we feel secure. Ich war erstaunt darüber, dass in England die Leute gesagt haben, dass sie sich einfach sicher fühlen, wenn sie für etwas Geld zahlen müssen. Like Swiss bank, when you have to pay money to keep money. Wie der Schweizer Bank, wo man Geld zu bezahlen muss, dass man Geld dort deponieren kann. All the thugs feel very secure if their money is here. Alle reichen Leute fühlen sich sehr sicher, wenn das Geld hier ist. You have to change the lot of the people of Switzerland. Lot of the people. You have to change their fate. Schicksal. Also, man muss das Gesetz. Das Gesetz? Also, man muss das Gesetz in der Schweiz ändern. Das the whole world is going to change. Die ganze Welt muss sich ändern. It is predicted. Wird sich ändern. Es ist vorausgesagt. You should not lag behind. You understand French, right? It's all right, but why not have realization? You see, my speech has no meaning. Why don't they have realization? So, Madame sagt, dass ihr Reden nicht viel bringt, sondern already there are. Es wäre gut, wenn sie besser übersetzen würden, weil ich komme nicht mehr nach. Ja. Sie übersetzen so für sich selbst. Das wie könnte es stimmen? Ein bisschen lauter. Ja, ich versuche es besser zu machen. Ein bisschen lauter, ja. Lauter. Yes, I'm saying that. I am telling him, I'm speaking louder than him when you don't understand. Versteht du keinen Englisch? Ein bisschen. In follow? I'm sorry. You didn't follow at all? Haben Sie nichts verstanden? Doch, kann ich schon, aber das weiß ich schon etwas, aber ich möchte es präzise wissen. I know you were paying too much attention to follow him. I know. Besides, you must know. What is to do? Yeah. I think so. That's a good idea. So let us have it now.